Ja, hallo Leute, in diesem Video gibt es ein weiteres iPhone 5 Case Review. Diesmal ist es wieder ein Case von Budget Gadgets. Vielen Dank dafür, dass sie mir das Case zur Verfügung gestellt haben. Als ich es bekommen habe, habe ich mir erstmal gedacht, wow, das sieht ja mal komisch aus. Und in der Tat, das ist ein etwas anderes Case wie die ganz normalen, denn wie wir sehen, haben wir so ein schickes Muster, wo auch Löcher drin sind, wenn wir das mal uns anschauen. Ich habe das hier in der Farbe Rot bekommen. Das Ganze ist, wie ihr hier seht, in 6 Farben verfügbar. Blau, Schwarz, Weiß, Lila, Pink, Rosa, Pink, ich weiß es jetzt nicht, und Rot. Und ich muss sagen, das Ganze ist eins meiner neuen Lieblingscases für das iPhone 5. Ist ein Snap-on-Case, ein einfaches für das iPhone. Und ja, jetzt zeige ich es euch mal vom Nahen. Ja, hier haben wir die Aussparungen, ist alles wirklich schön ausgeschnitten, dass wir das super bedienen können. Oben alles frei, ja, passt. Unten alles frei, könnt auch diverse Adapter anschließen. Front ist frei, leider kein Lay-on-the-Table-Design, ist dafür schön dünn. Und wir haben eben die Aussparung für die Kamera. Und wie wir sehen, haben wir die ganzen Löcher von dem Muster auf der Rückseite. Wir sehen das iPhone da eben noch durch, ist sehr interessant, würde ich sagen. Und ja, es ist so ein leicht matt, also es ist mattes Case und es fühlt sich sehr, sehr geil in der Hand an. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es fühlt sich sehr angenehm an. Das Case ist auch nicht zu dick, also es ist wirklich perfekt. Und ich weiß nicht, es ist mal was anderes zu den ganz normalen glatten Cases hinten, denn ihr fühlt es wirklich und es fühlt sich halt sehr interessant an. Ja, einzigster negativer Punkt, den ich gefunden habe, durch die Löcher an der Rückseite sammelt sich da eben Staub und Dreck an und das, wenn ihr das Case wieder abmacht, ist halt dann so mit einem komischen Muster auf dem iPhone. Das ist auch das Einzige. Sonst hatte ich keine Probleme mit dem Case. Das Case kostet 5 Dollar auf Budget Gadgets Webseite. Also ca. 5 Euro, bisschen unter 5 Euro, also wirklich ein Schnäppchen. Und ich kann es euch nur weiterempfehlen. Ich habe einen Link in der Beschreibung, wo ihr das Ganze kaufen könnt. Ich habe auch noch meinen Gutscheincode. Alles weitere in der Beschreibung. Schaut einfach mal rein. Und ja, jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal am weißen iPhone 5, wenn ich hier meins mal rauskrieg. So sieht das Ganze am weißen aus. Also auch sehr schick, kann man sich nicht beschweren. Ich würde sagen, da gefällt es mir besser. Müsst ihr eben jetzt entscheiden, was euch mehr gefällt. Ja, was hier wieder ein super Bonus ist, würde ich jetzt mal sagen. Auch ein weiterer Grund, warum ich bei den nächsten Case Reviews immer ein iPod da habe. Die meisten iPhone 5 Cases passen auch am iPod Touch 5G. Wie ihr seht, die Aussparung für die Tasten ist perfekt. Ihr könnt es noch bedienen alles, ohne Probleme. Kamera ist frei, sieht sehr interessant aus mit dem Blau. Zu dem Blauen wird wahrscheinlich das blaue Case passen. Aber hey, ihr könnt alles bedienen. Ihr habt bei jedem Case ein Lay-on-the-Table-Design, da der iPod dünner ist. Und es sind super Alternativen, falls ihr kein gutes iPod Touch 5G-Case findet. Oder besser gesagt nur teure oder keine Ahnung. Also es ist wirklich eine super Alternative. Ja, dann war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, Daumen nach oben nicht vergessen. Kommentar, wie ihr das Video gefunden habt. Abonnieren wäre auch super. Und dann sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!